Ja, also vielen Dank für die ganz, ganz nette Begrüßung und den Dank. Wir haben das gern gemacht, weil es ist auch unser Job, was für den Sport zu tun. Wir sind das Institut für Sport und Sportwissenschaft am KIT. Und Sie sind jetzt im KIT angelangt und für viele ist es zum ersten Mal wieder auf der Bank zu sitzen, auf der anderen Seite. Es ist fast wie bei meinen Studenten. Die hinteren Reihen sind dichter besetzt wie die vorderen. Ich glaube, das sind alte Muster, in die man sofort wieder reinkommt, wenn man in so eine Halle reinkommt. Und ich habe gedacht, bevor ich jetzt anfange, Ihnen was zu erklären, will ich Ihnen zu fühlen geben, wo Sie jetzt gelandet sind. Sie dürfen nämlich alle mal aufstehen. Sie haben nämlich Karlsruhe erreicht. Das allein ist schon mal richtig, richtig klasse bei dem Verkehr, der um Karlsruhe herum ist momentan. Also stehen alle mal auf, bitte. Sie dürfen sich ein bisschen bewegen. Also als Schiedsrichter. Also ich sage mal ganz krass, ich war nur Spieler in meinem Leben. Ich war nie Schiedsrichter. Und jetzt erzähle ich doch eine ganz, ganz kurze Anekdote. Ich musste ein Spiel pfeifen. Der erste Pfiff war Elfmeter. Die Mannschaft hat ein Tor geschossen. Die andere Mannschaft hat dann alles bestimmt. Die Mannschaft ist nie wieder über die Mittellinie gekommen, hat trotzdem 1:0 gewonnen. Danach wollten sie mich steinigen, weil der Spieler, der hinfiel, gesagt hat, das war gar nichts, ich konnte bloß nimmer. Und ich musste aber für den Schwerpunktfachschein ein Spiel pfeifen und wurde beinahe gesteinigt. Ich habe größten Respekt und als Schiedsrichter, wenn man richtig hoch hinaus will, muss man sich ganz schön strecken und deswegen. Und wenn man richtig hoch hinaus will, muss man auch auf die Zehenspitzen dabei stehen. Richtig hoch mit beiden Armen. Okay, ganz hoch. Gut, ab und zu ist man ratlos. Also die Spieler sagen, es war ein Foul, der andere sagt, es war keins. Da muss man ab und zu halt auch mal die Schultern nach oben ziehen, locker kreisen. Sie können sich ein bisschen entspannen hier jetzt sozusagen. Und man muss recht viel Druck aushalten. Braucht einen geraden, kräftigen Rücken. Man muss immer seine Entscheidungen rechtfertigen und durchziehen. Da braucht man ein Rückgrat dazu. Das muss man kräftigen, erst auseinanderziehen. Und dann hilft manchmal aber auch nur noch beten. Schön zusammendrücken. Genau. Gut. Super. Ganz wichtig ist, weil Schiedsrichter sein ist ein komplexes Thema. Nicht nur die vielen Spieler, sondern jetzt kommen auch noch die Medien dazu, die Zeitlupe, die dann dreimal wiederholen können, die Situation. Und deswegen muss ich unheimlich viel koordinieren, Dinge aufeinander abstimmen. Jetzt probieren wir mal was. Rechte Hand zum linken Knie. Und das machen Sie jetzt 10 Minuten lang. Und dann sind Sie alle hier angekommen. Okay, Sie können sich wieder hinsetzen. Jetzt möchte ich Ihnen ein bisschen was über das KIT erzählen. KIT haben Sie schon öfters gehört. Das KIT ist eine neue Institution, die aus dem Zusammenschluss von der früheren Universität Karlsruhe mit dem Forschungszentrum, dem früheren sogenannten Kernforschungszentrum Karlsruhe, entstanden ist. Das KIT ist die größte Forschungsinstitution, was die Mitarbeiterzahl anbelangt, in Deutschland, also ca. 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ca. 25.000 Studierende und ein Etat von 1 Milliarde, also eine ganz, ganz große Einrichtung, eine der größten Forschungseinrichtungen in Europa. Und Sie sind jetzt gerade im Audimax. Wenn Sie sehen, hier ist eine Wand, da geht es sogar noch weiter. Also hier können über 1.000 Leute sitzen in diesem Hörsaal. Was ist der Sport am KIT? Der Sport am KIT ist zum einen Hochschulsport, also Sport für die Studierenden und Mitarbeiterinnen des KIT, aber dann eben auch sportwissenschaftliche Ausbildung, also Ausbildung von Sportlehrerinnen und Sportlehrern. Wir haben im Hochschulsport in der Woche ca. 7.000 Teilnehmerinnen. Wir haben 500 Sportstudierenden und seit 2010, also seit 5 Jahren, jetzt auch einen eigenen Universitätssportclub, den KIT SC. Haben am Institut mehrere Studiengänge, auf die ich noch eingehen werde, und 5 Professuren. Es ist in den letzten Jahren hier viel modernisiert worden, also seit 2014
sind die Sportstätten renoviert worden. Also wir haben jetzt so ein richtig kleines Stadion mit verschiedenen Möglichkeiten, eigentlich auf gutem Niveau Sport zu treiben. Ich möchte Ihnen die handelnden 5 Personen vorstellen, also 5 Professuren und ca. 90 Mitarbeiter hat inzwischen das Sportinstitut. Wir sind also in den letzten 5 Jahren sehr stark gewachsen. Ich beschäftige mich vor allem mit Themen des Gesundheits- und Freizeitsport und in den Sportarten, primär mit den Sportspielen und hier im Bereich Fußball, Tennis. Das sind so die Sportarten, aus denen ich persönlich auch komme. Ballspiele sind das, was mich interessiert. Wenn ich laufen muss, laufe ich deswegen, weil da ein Ball dabei ist. Also das Thema Ball fasziniert mich immer. Wir haben verschiedene Richtungen in der Sportmedizin. Eine Besonderheit auch für ein Sportinstitut, weil das KIT hat keine medizinische klinische Fakultät, sondern hier sind die Sportmediziner Teil des Sportinstituts. Also wir haben den Bereich Leistungsdiagnostik, Ernährungsphysiologie mit Professor Bub. Wir haben die Psychologie mit Professor Ebner-Prima. Und wir haben die Sportorthopädie mit dem Schwerpunkt Arthroseforschung durch Professor Sell. Und mein Kollege Thorsten Stein, der deckt das Thema Bewegungswissenschaft, Biomechanik, Bewegungsanalysen. Das ist sein Thema. Also Sie sehen ein breites Spektrum der Sportwissenschaft, das auch inzwischen bei uns hier im Institut abgedeckt ist. Wir haben 3 große Bereiche an so einem Sportinstitut, nämlich Forschung, Lehre und der Bereich Innovation, Dienstleistungen. Das sind unsere Bereiche, mit denen wir uns beschäftigen. Und die Sportwissenschaft ist als Wissenschaftsdisziplin eine Querschnittswissenschaft mit unterschiedlichen Bereichen, die also aus dem pädagogisch-sozialwissenschaftlichen Bereich bis hin zur Naturwissenschaft, Medizin, Sportmedizin reicht. Also die Sportstudenten lernen eigentlich ein großes Spektrum an Kenntnissen von unterschiedlichen Bereichen. Was sind Fragestellungen, die jetzt in aktuellen Projekten eine wichtige Rolle spielen? Sicherlich die Frage, warum treiben Menschen Sport oder Kinder und Jugendliche Sport? Warum steigen sie aus? Warum treiben Senioren Sport? Also die Frage nach den Motiven, nach den Bedingungen für sportliche Aktivität, aber auch nach Fragen nach den Wirkungen in unterschiedlichen Settings sind sicherlich Fragestellungen, die für uns wichtig sind, in denen wir uns wissenschaftlich betätigen und mit denen wir uns beschäftigen. Ein wichtiger Punkt im Institut ist das Thema Ballspielforschung. Und was wir da so machen, das möchte ich Ihnen jetzt noch ein bisschen genauer vorstellen. Also zunächst noch unsere Studiengänge, also falls jemand bei uns studieren möchte. Wir haben im schulischen Bereich die Sportlehrerausbildung für Gymnasien und zum anderen haben wir den außerschulischen Bereich, einen Bachelor-Master-Studiengang mit 3 Profilen. Einmal ein Gesundheitssportprofil, Bewegung und Technik, weil es eben sehr gut zum KIT passt und dann spezifisch eine Zielgruppe Bewegung, Spiel und Sport im Kindes- und Jugendalter. Also wir haben 3 Profile. Das letzte Profil hier betreiben wir gemeinsam mit der Universität Heidelberg. Also das sind, da studieren die Studenten teilweise in Heidelberg und teilweise in Karlsruhe. Wir haben einen großen Dienstleistungsbereich, der sich von Themen wie Leistungsdiagnostik, biomechanische Analysen, betriebliche Gesundheitsmanagement mit Bewegung oder auch Fragen der Sportentwicklung, also wie muss Vereinsentwicklung oder auch Verbandsentwicklung aussehen. Dazu gibt es unterschiedliche Projekte und wir haben seit einem Jahr auch eine Fortbildungsakademie, die Update heißt, wo diese sportwissenschaftlichen Qualifikationen entsprechend aufgefrischt werden können. Ein Thema, das ich Ihnen zumindest kurz vorstellen will, wir sind hier, wer sich in Karlsruhe nicht so gut auskennt, wir sind hier ungefähr 500 Meter weg vom Wildparkstadion, also ganz nah beim KSC. Das Institut kooperiert mit dem KSC, wir machen für den KSC die Leistungsdiagnostik und unterstützen auch bei der Trainingssteuerung. Letztes Jahr wäre ich hier mit breiter Brust gestanden, momentan ist ein leichtes Tief, es wird sich aber hoffentlich wieder verändern. Also das Thema Leistungsdiagnostik, Trainingskontrolle, Trainingssteuerung, super, das wird vom Institut hier mit unterstützt und wir haben verschiedene Instrumente auch entwickelt, um in der Leistungsdiagnostik in unterschiedlichen Bereichen im Ausdauer-, Schnelligkeits-, Kraftbereich spezifische Tests durchzuführen. Wir bleiben aber nicht nur bei der Diagnose stehen, sondern wir versuchen auch Konzepte zu entwickeln, zu
zu überprüfen, ob sie funktionieren. Und ein Bereich, der natürlich für so ein technisches Institut auch wichtig ist, ist die Verbindung mit neuen Medien. Da habe ich Ihnen einfach mal zwei Beispiele mitgebracht. Es gibt dieses Produkt Power Coach Fußball, wo verschiedene Übungs- und Spielformen entsprechend über das Netz eingespielt werden können. Zielgruppe Jugend- und Amateurtrainer oder eben auch das Thema Power Coach Handball. Das gibt es auch für Basketball inzwischen. Also es haben sich verschiedene Produkte in dem Bereich entwickelt, die aus dem Institut entstanden sind. Ein weiterer Aspekt, auf den ich nur kurz eingehen will, auch die Weiterentwicklung einer qualitativen Spielanalyse. Also wie sieht moderne Spielanalyse aus? Das Stichwort hier auch Big Data. Wir haben immer mehr Informationen und es ist eher die Kunst inzwischen, aus den vielen Informationen die richtigen herauszufiltern, die wirklich entscheidenden Informationen. Es geht nicht mehr darum, haben wir die Informationen, sondern es geht darum, wie werte ich sie aus, wie werte ich sie auch qualitativ gut aus, dass ich überhaupt relevante, entscheidungsrelevante Informationen bekomme. Also zum Thema qualitative Spielanalyse gibt es auch das eine oder andere. Nochmal zusammengefasst, was wir aktuell und auch in Zukunft in dem Bereich machen, im Bereich Ballspielforschung. Die sozialwissenschaftliche Perspektive, also so mein Arbeitsbereich, beschäftigt sich eben mit Fragen der Nachwuchsförderung, auch mit Fragen der Trainerkompetenzen, die Frage der Wirkungen, also inwieweit sportliche Aktivität und Ballspiele im Speziellen Wirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen haben und versuchen auch Programme zu entwickeln und zu evaluieren, die dann in den Verbänden in die entsprechende Fläche getragen werden können. In der Sportmedizin, da beschäftigen sich die Kollegen im Moment in verschiedenen Projekten mit der Frage, wie ernähren sich Ballsportler richtig. Die Frage auch eng da zusammenhängt, ist die Frage der Regeneration. Also was können wir dafür tun, dass die Regeneration besser läuft? Und gerade für ältere Ballsportler ein wichtiges Thema, nämlich die Frage Arthroseforschung. Also wie gehe ich mit Arthrose um? Wie kann ich dann noch Ball spielen? Was gibt es auch für technische Unterstützungsmöglichkeiten, also zum Beispiel ein Projekt entwickelt jetzt so eine intelligente Orthese-Bandage, dass ich eben noch in der Lage bin, obwohl ich Einschränkungen habe, entsprechend Ball zu spielen. Also das sind Themenstellungen, mit denen wir uns beschäftigen. Der Leistungsdiagnostik, das entwickelt sich immer mehr weiter, nämlich in die Richtung der Kombination von klassischen Elementen wie Ausdauer und Schnelligkeit, bis hin zur Frage qualitative Spielanalyse oder auch spezifische Trainingsformen. Also wir haben zum Beispiel so eine neue Trainingsform des HIT-Training, also das High-Intensity-Training. Da gibt es verschiedene Projekte am Institut, die sich in unterschiedlichen Zielgruppen mit dem Thema auseinandersetzen. Und die Biomechanik beschäftigt sich eben mit der Bewegungsanalyse. Wie lernen Sportler am besten beispielsweise? Wie muss ich Feedback gestalten, damit Lernen besser funktioniert, entwickeln neue Methode der Bewegungsanalyse und Kraftdiagnostik. Das sind so aktuelle Themen, mit denen wir uns hier in Karlsruhe beschäftigen. Ein wichtiger Punkt für uns ist auch immer, dass wir in Form von wissenschaftlichen Kongressen oder auch Kongressen, die sich an die Praxis richten, diese Erkenntnisse weitertragen. Und da darf ich Sie jetzt zum Abschluss einfach schon mal darauf hinweisen, wir werden im nächsten Jahr auch zusammen mit dem Schul- und Sportamt wieder ein Thema hier in Karlsruhe bearbeiten. Sie sehen KA 300+1, also im nächsten Jahr sind die 301 Jahre voll, wo es um die Frage geht, wie beeinflussen Räume das Bewegungsverhalten, also Bewegungsräume und den Einfluss auf das Verhalten von sportlich aktiven Menschen. Kann ich Sie heute schon mal rechtlich einladen und freue mich jetzt, Sie hier begrüßen zu können. Ich wünsche Ihnen zwei richtig spannende Tage in Karlsruhe. Das größte Hindernis haben Sie überwunden, die Anreise. Jetzt, was jetzt kommt, das wird sicherlich wunderschön, das Wetter wird gut. Und Sie sind hier ganz nah am Schloss, wenn Sie mal Zeit haben, zwischendrin eine Pause haben, laufen Sie 500 Meter hier rüber, sind Sie im Schloss. Ich begrüße Sie herzlich in Karlsruhe, ich wünsche Ihnen zwei informative, gute Tage und auch genügend Zeit für die Gespräche zwischendurch. Und freue mich jetzt auch, dass Lutz Wagner, ehemaliger Schiedsrichter, mal aus der Innenperspektive berichtet zu diesem Thema. Ich begrüße Sie herzlich in Karlsruhe. Willkommen. Applaus